Hallo da draußen, mein Name ist Kergo und wir sind mal wieder unterwegs in City Skylines und ja, es ist ein neues Gebäude verfügbar. Und was soll ich sagen, ich habe eigentlich schon eine Session gespielt, aber leider ist mal wieder alles komplett asynchron geworden. Das habe ich in der letzten Zeit in fast jedem Projekt gehabt, habe teilweise nachsynchronisiert, teilweise gesagt, komm, das muss auch so gehen. Hab immer wieder versucht, PC neu gestartet, OBS neu gestartet, die Einstellungen durchgegangen und, es hat nichts geholfen. Jetzt bin ich also in den Schritt gegangen, das kann ich ja mal gerade ganz kurz erzählen, also hoffe ich doch, dass ich das kann. Hier in Cities passierte so viel nicht, da muss man eh immer so ein bisschen warten, dass die Dinge weitergehen, ne? Ich bin zuletzt den Schritt gegangen, ich habe OBS komplett runtergeschmissen und zwar inklusive sämtlicher Einstellungen, die ich da drin hatte. Es ist alles rausgeflogen, meine ganzen Szenen, die ich eingerichtet hatte für die einzelnen Spiele und so weiter und so fort, alles weg. Hab's dann komplett neu installiert, hab teilweise die Standardeinstellungen übernommen, teilweise meine eigenen Einstellungen drüber gelegt, damit es eben für mich passt. Und so wie es jetzt ist, scheint es zu funktionieren. Also ich habe jetzt eine Langzeitaufnahme im ETS gemacht, eine Dreiviertelstunde etwa. Und die ist von Anfang bis Ende synchron geblieben, deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass es jetzt funktionieren müsste. So viel dazu. Ein Gebäude ist abgebrannt, na, das ist natürlich sehr schön. Ich hätte gedacht, dass frisches Wasser zu den grundlegenden Dingen gehört. Du sitzt aber nicht zufällig hier, oder? Nö, du rennst irgendwo in der Stadt herum. Okay, Wasser. Wasserverfügbarkeit sieht aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wo liegt denn das Problem? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber naja gut, okay. Also um nochmal darauf zurückzukommen, nur dass ihr Bescheid wisst, ich habe eigentlich schon weitergespielt, es war alles komplett asynchron, deswegen habe ich jetzt den letzten Spielstand nochmal geladen. Und ja, eigentlich müsste ich euch auch erzählen, dass dieses Let's Play sich seinem Ende zuneigt. Jetzt nicht nur deswegen, ich war halt ein bisschen angefressen, aber ja, ich könnte natürlich jetzt einfach weiterspielen und gut ist. Aber es hat auch noch andere Gründe. Einer dieser Gründe ist, dass ich ja im Moment daran arbeite, Dings hier an einem Upload-Plan arbeite. Und so wie ich die Dinge sehe, werde ich da wohl zumindest in der nächsten Zeit keinen festen Platz mehr für City Skylines haben. Ich bin noch nicht ganz 100% sicher, wie ich das Ganze angehen werde, wie das Ganze letzten Endes aussehen wird. Mit dem Plan, mit den Projekten, die da einen Platz finden und so weiter und so fort. Aber ich möchte zum Beispiel ein DS X endlich durchspielen. Da lege ich Wert drauf, da lege ich im Moment auch die Priorität drauf. Ich möchte Platz haben für ein weiteres Rennspielprojekt, das ich jetzt anfangen werde. Und Cities, denke ich mal, wird da keinen festen Platz mehr bekommen, sondern stattdessen... Ach komm, ich schließe es hier oben an. So. Sondern stattdessen wohl eher auf den sonstigen Slot geschoben werden, der im Moment auf Montags liegt und wo wo ja auch sowas wie Scrap Mechanic mit draufläuft, wo ja auch, ja, Simple Planes, wenn ich es denn mal wieder spiele, ich hätte mal wieder Bock auf ein ganz kleines Ründchen, Kerbal Space Program, das kann man ab und an mal reinschieben, solche Sachen habe ich im Moment alle auf den Montag angedacht. Und da wird, denke ich mal, Cities dann auch alle paar Zeiten, wenn ich mal Bock drauf habe, ganz ungezwungen mal laufen zwischendurch. Das ist so der Plan, den ich im Moment verfolge. So, hier sind sie ja alle krank geworden. Genau, ich erinnere mich, hier hatte ich ja auch überall die Industrie hier direkt an die Wohngebiete gepackt. Das ist natürlich sowieso schon von vornherein totaler Stuss, wenn wir mal ehrlich sind. Deswegen machen wir hier jetzt mal gerade klar Schiff. Sagen, alles was hier ist, alles was hier ist, verschwindet. Und wird zur Industrie. Wir haben hier nämlich direkt schon die entsprechenden Verkehrswege zur Verfügung. Das ist an sich eine sehr praktische Sache und ich finde, das sollten wir auch entsprechend nutzen. Gerade hier mit dem Hafen, mit den ganzen Straßen und so weiter und so fort. Das, was hier jetzt passiert, das wird natürlich für einen ziemlichen Stau sorgen. Und genauso auch hier oben, ich meine, ihr seht ja, was hier passiert. Apropos, wir sehen ja, was hier passiert. Das ist, ja, dafür, dass hier noch keine Sau wohnt, ist das schon eine ganze Menge Verkehr, der hier rein bzw. raus will. Das ist ordentlich. Hätte ich so jetzt eigentlich nicht mitgerechnet. Ja, da müssen wir wohl doch ein bisschen was noch umändern. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer mehrspurigen... Das ist schon eine mehrspurige Straße, die hier reinführt. Okay.
Das hier ist auch eine mehrspurige Straße. Da habe ich ja eigentlich alles schon richtig gut ausgebaut vorher. Aber die fangen mal wieder an mit ihren total durchgedrehten Spurwechseln. Alles klar. Würde ich sagen, ihr fahrt hier auf der Spur weiter. Habe ich hier nicht noch einen anderen Punkt, wo ich die... Nee. Das heißt also, alle, die von hier kommen, sind gezwungen, hier jetzt rauszufahren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wie mache ich denn das am besten? Wie mache ich denn das am besten? Das Beste wäre es, wenn ich hier ein Stück dreispurig bauen würde, dementsprechend, ne? Dann mache ich das jetzt einfach mal gerade. Ja, die Leute, die da jetzt gerade sind, die können ja gerade noch eine Ehrenrunde drehen. Das ist jetzt nicht weiter tragisch, ne? Ort ist bereits belegt. Weil ich hier unten eine Säule hinstellen müsste, ist der Ort bereits belegt. Das sind die Anhebungsschritte. Ich habe die Norpedas-Mod gar nicht aktiviert. Die hatte ich eigentlich auch wieder geladen. Doof. Na gut, okay, dann muss ich die Straße hier mal gerade ganz kurz, die muss mal gerade ganz kurz weichen. Machen wir hier jetzt mal gerade ein dreispuriges Stück draus, das ist wichtig. Und dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie so ein bisschen außen rum kommen. Ich mache es mal gerade mit einer geraden Straße, einmal hier so einen kleinen Zacken. Reicht nicht. Gut, okay, dann reiße ich hier eben noch ein Stück weg. Wenn das denn unbedingt notwendig ist, dann, wer bin ich denn, das in Frage zu stellen, ne? So, und dann da dran, und so geht das nämlich. So. Und jetzt kümmern wir uns hier um die Spuren. Die, so wie sie sind, ja in erster Linie mal totaler Blödsinn sind. Gut, andererseits, bringt mir das jetzt wirklich was? Ich hätte hier aus dem Stück, hätte ich auch noch eine dreispurige Autobahn machen müssen. Dann würde das was bringen. So. Jawohl. Dann schauen wir mal gerade, dann hätte ich gerne die Spur, die hier reinfährt. Die Spur, die hier reinfährt und geradeaus darf. Und die Spur, die geradeaus darf. So. Das wiederum würde bedeuten, dass von hier aus kommende Fahrzeuge jetzt erstmal nur nach hier außen dürfen. Und das bedeutet, die müssen jetzt erstmal eine komplette Ehrenrunde drehen. Das ist natürlich auch Murks. Hier fahren die alle nur auf die mittlere Spur. Ich probiere hier mal gerade was. Das muss ja auch von Zeit zu Zeit mal sein, ne? So machen wir das. Ich zwinge den jetzt auf, hier jeweils auf ihrer Spur zu bleiben. Ach ja, und etwas noch, was ich auch mal gerade noch anmerken könnte. Es gibt neue Musik. Ich habe mich tatsächlich hingesetzt, neue Musik geladen, die ist eigentlich noch nicht sortiert, deswegen läuft jetzt im Moment noch alles. Ja, komplett durchmischt. Ich weiß noch nicht, was da kommt, ich habe mir vieles davon noch nicht angehört. So, mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser funktioniert als bisher. Mein Gott, bei dem Verkehrsaufkommen kriege ich richtig Angst, hier überhaupt irgendwas auszubauen. Na gut, das hier scheint schon mal zu laufen. Okay. Dann geht das hier jetzt also endlich mal los. Strom haben wir hier noch keinen, aber auch das wird sich geben, das Problem. So, Industriebedarf ist im Moment erstmal gedeckt. Das heißt, was wir brauchen, das sind Wohngebäude und für die brauchen wir hier erstmal so ein paar Straßen. Ne? Wie mache ich denn das am besten? Also in dem Spielstand, den ich durch Asynchronität verloren habe, da hatte ich das so gemacht, da habe ich hier einen mittleren Einstieg gemacht und dann hier innen drin alles ausgebaut. Das heißt, alle Leute, die hier in dieses gesamte Gebiet wollten, das jetzt auch hoch besiedelt war, die mussten durch dieses eine Nadelöhr und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz so optimal funktioniert hat.
könnte mir vorstellen, alle Leute durch Verteilerkreise zu schicken wie diesen hier. Das würde beinhalten, dass hier einer hinkommt. Das würde beinhalten, dass hier auf halber Strecke welche hinkommen. Und hier hinten auf der Ecke hätte ich, glaube ich, auch noch ganz gerne einen. Wisst ihr was? Genau das mache ich jetzt auch. Ah ja, und drückt mir bitte die Daumen. Dass die Aufnahme einigermaßen synchron bleibt. Da wären wir auf jeden Fall... Ich mach mal die Freundschaftsstraße weg. Hat zwar einen schönen Namen, aber komm. So, dann kann hier ein Verteiler hin. Hier und hier. Das sind dann jeweils die Zugänge zu den Wohngebieten. Dann hätte ich, glaube ich, hier ganz gerne noch einen. Und hier und hier. Dann machen wir das mal so. Ich denke mal, damit kann man arbeiten, oder? So, dann brauche ich jetzt hier entsprechend die Einbahnigen. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt ist. Ich denke mal so in etwa müsste sowas halbwegs Kreiseliges bei rumkommen. Ja, kann man mitarbeiten, denke ich mal. Ja, nicht ganz so weit. Ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Dann hier jetzt noch einen hinbauen, der nicht ganz bis an die Auf- und Abfahrten. Obwohl, die Auf- und Abfahrten könnte man hier doch integrieren. Dann mache ich das jetzt mal so. Und das hier ist ja nun mal eine reguläre Straße. Das heißt, angenommen, ich nehme die jetzt weg. Und sage... Das hier wird unsere Auffahrt auf die Autobahn. Und das hier... Ich mach das mal so. Das hier wird unsere Abfahrt von der Autobahn. Ich lasse die vielleicht doch lieber so hier entlang laufen. Wenn wir einen schönen Winkel hinbekommen. So. Ja. Und dann müsste dieser Weg natürlich auch noch seine Anbindung finden, damit wir da hinten noch weiter ausbauen können. Und das Ganze passiert dann... Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es total nach hinten losgeht, aber was passiert denn hier von innen her? So. So, machen wir das. Dann bräuchte ich noch... diese Straße hier für dieses Stück. Was ist das für eine Musik schon wieder? Ja, das hat doch was. Nehmen wir... Nein. Nein, jetzt habe ich schon wieder irgendwelche Tasten gedrückt, bevor ich im Spiel war. Jo, so. Einmal ins Spiel geklickt und jetzt kann ich auch wieder mit WASD, ohne die Musik zu verstellen. Mein Gott. Da muss ich echt noch drauf achten. Mal gucken, ob wir das hier einigermaßen... an die Küste hier bringen. Ja, das sieht doch gut aus. Na gut, ist anders, aber es sieht aus, als könnte es funktionieren. Das meine ich damit. So. Weiter geht das hier. Hier probiere ich jetzt auch mal so ein bisschen was wie so ein Kreis aufzubauen. Perfekt müssen die ja nun wirklich nicht sein. Das ist ja das Schöne. Wir sind ja, was das angeht, echt variabel. So. Dann einmal das hier anbinden. Dann einmal... das hier anbinden, da haben wir die Anbindung. Okay, und hier denke ich mal, nehme ich noch ein bisschen was mehr weg. Auch hier diese, schon wieder eine Freundschaftsbrücke. Das war alles die Freundschaftsstraße hier. Bis hier hinten hin, ach krass. Das finde ich irgendwie nett. Na gut, binden wir das ja halt direkt schon mal ein. Ist auch okay. So, ein bisschen eierig mal wieder. Aber komm, das seid ihr doch inzwischen schon gewohnt, hä? Gefälle zu steil. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht.
So können wir es mit dem Tunnel regeln. Strange, aber okay. Wenn das auf die Weise denn funktioniert, dann von mir aus. Ja, ist okay. Ne, das sollte jetzt aber eigentlich hier oben drüber führen. Das ist ja auch Blödsinn. Nee, ich wollte eigentlich, dass es hier schön einmal hier so oben drüber. Kriegen wir es nicht irgendwie... Keine Ahnung, einmal bis hier hin und dann einmal... Das will er nicht. Das will er nicht. Das ist schade. Wenn ich hier weiter aushole, geht das dann? Tja, gerade so nicht. Na gut, dann eben nicht. So, in dem Fall nehme ich dieses Stück hier nochmal weg. Und sage, gut, okay, wir schließen hier unten an. Und führen den ganzen Spaß hier halt unterirdisch durch und dann hier so dran. Nee, das ist auch blöd. Das ist auch blöd, weil hier dieser Anschluss hin soll. Ergo, nochmal umgebaut, dann... Ja, das ist weit genug weg, denke ich mal. So. Was ist das denn für eine Musik jetzt schon wieder? Weiter. Weiter. Also ihr merkt schon, ich muss das unbedingt, sortieren. Das kann ich nicht mehr einfach nur random laufen lassen. Aber da spricht ja nichts gegen. Das kann ich ja alles noch machen. So, erstmal hier wieder Public Transportation. Ich denke auch, ich mache die Folgen zumindest jetzt im Moment mal wieder ein bisschen länger. Dafür, dass eben weniger kommen werden. Oh, das war so jetzt eigentlich nicht gedacht. Eigentlich wollte ich hier nur diese Verbindung schaffen, das ist alles. So. Dann hier die Verbindung wieder schaffen. Und hier genauso. Und von hier aus möchte ich jetzt, denke ich mal, dass man hier in beide Richtungen ganz gut rumfahren kann. So kriegen wir das hin. Dann hier noch die Verbindung setzen. So, soweit so schön. Jetzt haben wir wohl noch ein Problem. Es gibt keine weiteren Stationen. Für die müssen wir jetzt auch erstmal noch sorgen. Monorail-Bahnhof mit Straße. Also, den Monorail-Bahnhof, den setzt man an die Straße. Okay, dann setzen wir davon gleich noch ein paar. So, jetzt erstmal die grundlegenden Straßen setzen. Dass wir überhaupt mal so ein bisschen was wie ein System reinbekommen. Und das Ganze soll wie aussehen? Ich muss gestehen, ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Ich denke dabei vielleicht an sowas hier in der Art. Dann einmal hierher. Hier können wir von mir aus eine Direktverbindung schaffen. Und ihr merkt, das wird hier auch alles nicht so perfekt gerade, sondern alles so ein bisschen krumm und schief, so ein bisschen... Ja, fast möchte ich sagen, so ein bisschen organisch. Wisst ihr, wie ich meine? Organische Architektur. Spannen wir hier halt meinetwegen noch so einen Bilderrahmen ein, so eine Leinwand hier, so. Hatte ich mir so zwar eigentlich nicht vorgestellt, aber kann man machen, oder? Kann man machen. So ein Kissen. Henry Kissinger. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Werden wir dann sehen, Als erstes muss ich ja eigentlich sowieso hier oben ausbauen, ne? Wir sagen, baue ich von der Straße hier aus vielleicht ein bisschen klassischer. Also einfach hier hoch. Dann folge ich diesem Weg. Führe das Ganze hier wieder herunter. Und sorge hier einfach für eine gute Anbindung zwischen den Querstraßen. Und man soll meinetwegen auch von hier aus hier reinfahren können. So. Dann haben wir hier noch diese anderen Felder. Was machen wir denn damit? Sollen wir uns mal so ein bisschen austoben? Mal so eine große Spirale da reinbauen oder so?
Einfach weil es geht. Von hier aus quasi einfach so. Na, warte mal, hier vielleicht ein bisschen gerade und dann so. Okay, es wird sehr krumm und schief, ich merke das schon. Wenn jemand in die Kommentare schreiben will, dass das hässlich sei, bald für dich. Schönheit ist hier im Moment nicht mein Anspruch. Sondern einfach mal was anders zu machen. Muss ja auch mal sein zwischendurch, ne? So, und hier zuletzt gehen wir jetzt in den Untergrund. Und bauen uns hier nach oben. Geht das? Das geht. So. Auf die Weise haben wir einmal hier im Verteilerkreis eine Anbindung, einmal hier im Verteilerkreis eine Anbindung und hier eine Spirale. Einfach, weil es geht. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und das Feld hier, habe ich noch überhaupt keine Ahnung. Ich wäre fast dafür, hier so einen Bereich vielleicht als Park zu lassen. Was haltet ihr davon? Hier so einen größeren Park, vielleicht ein paar Fußwege durchziehen. Ansonsten dann hier die Straße entlang. So. Ja, ich weiß, jetzt haben wir hier wieder eine direkte Anbindung, aber... Komm, von mir aus soll jetzt einfach mal so sein. Jetzt überlege ich gerade sogar hier auf dem Stück, vielleicht einfach hier... Einfach freie Schnauze. Sowas in der Art... Kann man mal bringen, oder? Kann man mal bringen. So, Zeit kann weiterlaufen. Und wir fangen an, hier schon mal so ein paar Wohnhäuser anzusiedeln. Erstmal in geringer Besiedlung, damit der Stau nicht ganz so extrem ist. Den nehme ich jetzt schon auf, 22 Minuten. Normalerweise wäre das jetzt der Punkt, wo ich mich verabschieden müsste. Aber wie bereits gesagt, ich bin ja gerade dabei, den Plan ein wenig umzustellen. Das heißt, Cities wird ein bisschen seltener kommen. Dafür will ich aber auch nicht unbedingt auf die Minute gucken. Mache ich zwar so auch nicht immer, aber komm, ihr wisst, was ich meine. So, hier können meinetwegen noch Häuser hin. Und hier können noch Häuser hin. Und dann kriegen wir hier schon irgendwie den Strom darüber transportiert. Das geht schon irgendwie. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann wäre ich, glaube ich, dafür, hier am Park schon mal so ein bisschen Gewerbe anzusiedeln. Was haltet ihr davon? Entsprechend natürlich auch hier die Straße runter, auf dass ich auch hier der Strom übertragen möge. Ein Gebäude ist abgebrannt, mhm. Ja, hier fehlen natürlich überall Arbeiter, klar, die müssen jetzt erstmal noch dazuziehen. Oh, und ich es vergesse. Das ist natürlich auch noch das Schöne, dadurch, dass wir jetzt alles hier in einer Folge machen. Kann ich jetzt hier auch mal eben noch... Okay, die Stationen, die machen natürlich nur Mordslärm. Dann setze ich die mal eher hier außerhalb. Ja, wobei, nicht nur außerhalb. Eine muss auch hier hin, denke ich mal. So. Dann hier noch die Linie durchführen. Das Ganze nach Möglichkeit so bauen, dass es ein bisschen nach was aussieht. Nur ein bisschen. Naja, von mir aus auch so. So, hier hatten wir noch eine Station. Ja, das macht sich doch eigentlich ganz gut, oder? Und dieses Netz hier würde ich jetzt eigentlich sogar ganz gerne noch mit weiteren verbinden. So könnte man zum Beispiel hier noch irgendwo... So eine Station mit reinfrickeln. Ruhig hier so ein bisschen außerhalb. Die Linie dazu, die müsste jetzt natürlich so ein bisschen querfeld einführen, zumal man die nicht unterirdisch bauen kann. Aber die kann ja hier an den Strommästen entlang... Das geht doch eigentlich klar, oder?
Ach nee, warte mal, um hier über die Straße zu kommen, muss ich noch einen Block höher gehen. Ein Block, sage ich immer. Ihr wisst, was ich meine. So, einmal hier über die Straße drüber, dann hier auf der anderen Seite wieder runter das Ganze. Und dann hacke ich jetzt einfach mal hier durch den Strom durch. Oh, den dafür jetzt hier etwas höher. Und wieder zurück zu Public Transportation. Und einmal auch hiermit über die Brücke drüber. Jetzt muss ich überlegen, wenn das hier entlang funktionieren würde. Das sieht doch ganz nett aus, oder? Das hat doch was. Ich finde, das hat was. Und in dem Zusammenhang könnte man jetzt hier zum Beispiel noch einen Anschluss finden. Ich denke mal, das sollte gehen. So, ich führe das Ding jetzt bewusst hier dran vorbei. So, einmal dorthin und einmal das Ganze natürlich auch hier in die andere Richtung. Auch das will natürlich ermöglicht sein. Hoffe ich mal, dass das so alles funktioniert. Dann binde ich die Station hier jetzt nachträglich noch an. Gefälle zu steil. Wie kriegen wir das denn jetzt am besten hin? Okay, das ist vom Gefälle her wirklich ungünstig. Das gebe ich gerne offen zu. So, in der einen Richtung kriegen wir schon mal hin. Und in der anderen bestimmt auch irgendwie. Naja, kann ich das hier überhaupt irgendwie setzen? Ich glaube nicht, ne? Das geht. Okay, sehr schön, sehr schön. Und von hier aus dann jetzt da oben dran. Da war's. Da. Haha. Sind wir hier ein Rollercoaster Tycoon oder was? Schön, schön, schön. So, was diese Stromverbindung hier angeht. Warte mal, ich schau mal gerade ganz kurz hier rein. Ja, die brauchen wir hier eigentlich sowieso nicht mehr. Und hier auch nicht. Und hier auch nicht. Hier beschweren sich immer noch alle über mangelnde Arbeiter. Ah, und hier oben kommt der Strom noch gar nicht an. Okay. Hier habe ich zwar eigentlich Baugrund freigegeben, aber ach, wir wissen ja, wie es ist in dem Spiel, ne? Wir wissen es ja, wir wissen es ja. Dann probiere ich halt mal diese Verbindung zu schaffen. So. Na also, geht doch. So. Hier hat's funktioniert. Hier hat sich alles übertragen und wir haben immer noch Bedarf an Gewerbe. Dann gebe ich hier doch liebend gerne noch ein bisschen mehr frei. So. Jawohl. Na, die Probleme, die wir hier haben, die kriegen wir alle. Hier unten brennt auch ständig was ab, oder? Ja, die Probleme, die wir haben, die kriegen wir alle noch in den Griff. Da bin ich zuversichtlich. Wir haben so viele Probleme in den Griff gekriegt in dem Spiel hier, da soll es daran jetzt auch nicht mehr scheitern. So, wenn wir schon mal dabei sind, dann würde ich sagen, ich hätte gerne noch weitere Stationen. Noch einen weiteren Monorail-Bahnhof. Und dieser weitere Monorail-Bahnhof, der kann hier hinten hin vielleicht? Ich meine, von hier aus hätten wir auch eine Busanbindung, also von daher, das könnte man eigentlich machen, ne? Ist noch nicht direkt im Wohngebiet, denn das hier hinten, das ist ja, Dings hier, Forst, Landwirtschaft. Könnte man doch eigentlich so machen. Und dann auf diesem Wege am besten noch hier irgendwie das hier mit anbinden. Was natürlich sehr praktisch ist und sehr gut funktionieren dürfte. Hehe. Jawohl. So. Oh, okay, hier liegt kein Wasser, alles klar. Nichts, was man nicht nachrüsten könnte.
Ja, und dorthin jetzt von hier aus. Beziehungsweise von hier aus dementsprechend. Sag mal, hier bei uns ist entweder Nacht oder Regen oder beides. Das ist ja ein 2000. Gefälle zu steil, auch mal wieder. Hier ist das Gefälle nicht zu steil. Dann ziehe ich die Straße hier mal weiter, was auch nicht geht. Was auch nicht geht. Ah, ha, ha, so geht's, okay. Was dann mit diesem Anschluss hier, der... Frag mich nicht warum, aber so geht's. So, dann müsste ich diesen Weg hier weiter entlang führen. Bis hierhin geht es. Aber hier weiter... Hier weiter geht das auch. Okay, aber hier kommen wir dann wirklich an unsere Grenzen, einfach vom Platz her. Das bedeutet, ich schnapp mir jetzt diesen... Nein, 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 das wollte ich nicht. Ich wollte den Friedhof versetzen. Das geht nicht, weil der erst geleert werden muss. Ach, doof. Schade, das hätte ich jetzt ganz cool gefunden, hier den Weg hinten entlang zu führen, aber das wird dann wohl doch nichts. Na gut, okay, von mir aus, dann eben auf dem Wege. Im Moment verlieren wir Geld, aber wir wissen ja, das passiert alle paar Zeiten mal hier bei uns. Ach verdammt, hier ist diese dämliche Dingsbahn. Dann werde ich hier an der Stelle jetzt einfach mal Monorail-Gleise auf der Straße. Das kann ich so hier tatsächlich überarbeiten. Dann mache ich das hier jetzt einfach mal so ein Stück weit. Bis, sagen wir mal, so, dann kriegen wir hier auch mal eine beleuchtete Straße rein. So. Ja genau, bis da mache ich das mal. Oder nee, bis dahinter. Da geht's nicht, okay. Dann ist das also das, womit wir leben müssen, alles klar. Das bedeutet, ich kann das Ganze jetzt hier anschließen. Dann könnte jetzt auch hier entlang laufen. Haben wir hier eine schöne Fernverbindung. Was ist das denn? Was ist das denn? Wattenstoß. Wir verlieren weiterhin Geld. Wir brauchen noch ein paar mehr Steuerzahler, würde ich sagen. So, kann man hier bauen, dann hier dran. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Na gut, dann muss das eine Gebäude eben doch dran glauben. Leider, leider. Und hier von der Seite her hatte ich hier die Straße nicht noch ein bisschen... Ja, es ging nicht mehr, ne? Aber wenn ich das jetzt so verbinde, das geht. Okay. Naja, besser als nichts. Dann könnte man von hier aus eben bis hinten in die Stadt die Linie einfach quer durch die Landschaft ziehen. Hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf und mache ich auch. Das wird dann hier eine wunderbare Fernverbindung. Ich kann dann hier meinetwegen auch noch dran vorbeilaufen. Klar, warum eigentlich nicht? Jetzt überlege ich ja gerade, hier noch eine Station einzubauen. Na komm, hier unten ist ja die nächste. Ich werde jetzt gleich mal wieder irgendeine Stromverbindung durchkloppen.
Ich meine nicht gerade, wie das am sinnvollsten ist, hier die Verbindung zu schaffen. Ich glaube, das Sinnvollste wird sein, einmal hier direkt dran zu gehen. Einmal vielleicht von hier aus nochmal so ein bisschen nach oben zu bauen. Einfach, damit wir hier so ein bisschen Platz haben. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre nicht das erste Mal, dass eine Bahnverbindung zu wenig Platz hat und es dadurch zum Stau kommt auf den Gleisen. Das würde ich hierbei dann noch ganz gerne vermeiden. Und so ist hier jetzt genug Platz dazwischen, denke ich mal. So. Jetzt auch das wieder verbunden. Das wäre für hier unten gewesen. Na gut, es geht ja alles noch. Im Wald davor haben wir einen... generell so ein bisschen Probleme mit Kriminalität, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, werde ich das Nachtbudget jetzt einfach mal so ein bisschen erhöhen. Mal gucken, vielleicht reicht es ja schon, dass es ja alles ein bisschen besser funktioniert. Ach ja, und wir haben natürlich Probleme mit der Müllabholung die ganze Zeit, weil das einfach hier alles zentral, das funktioniert so nicht. Was das angeht, denke ich mal... möchte ich ganz gerne unter anderem hier, ja, hier sind auch überall nicht genügend Arbeiter. Wir haben halt auch noch einen guten Bedarf an Leutchen, die hier mit einziehen sollten. Die können dann meinetwegen alle hierher. Ah, warte mal. Wenn da ein Stein ist, der darf ruhig liegen bleiben von mir aus. Lockert das Bild auch nochmal so ein bisschen auf dann. So. Thorntonstraße. Lord Hesketh Fortescue. Mit seinem Sohn Meredith. Okay, hier geht gerade alles den Bach runter, ich merke das schon. Liegt aber nicht daran, dass die hier nicht von A nach B kämen. Hier die Straße staut sich soweit noch nicht. Ich überlege gerade, habe ich irgendwo eine Station vergessen, die ich neu gebaut habe? Ich habe hier eine gebaut. Ich habe hier hinten eine gebaut. Hier ist eine. Diese hier ist angebunden. So, und ansonsten das ganze Zeug hier, ne? Und hier hätte ich, glaube ich, auch noch eine Verbindung ganz gerne irgendwann. Wie wir das Gebiet hier nennen, das weiß ich auch noch nicht. Designhausen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht, wie das Ganze hier heißen soll. Hier ziehen gerade Leute ein überall. Ich mache mal gerade noch etwas, was ich auch allzu gern vergesse. Jetzt ein paar Parks hier überall hinklatschen. Und ansonsten haben wir hier auch noch überhaupt keine Infrastruktur. Auch die Industrie freut sich, wenn die Grundstückswerte ein bisschen steigen. Dann kann die auch so ein bisschen aufrüsten. Hallo? Oh, da geht's. Okay. So, ich streue die einfach schon mal so ein bisschen. Hoffe, das ist okay. So. Gut, das schon mal dazu. Der nächste Schritt wäre dann... Polizei haben wir hier unten schon mal zwei Stationen. Hier oben dagegen noch gar nichts. So, das sollte ganz gut erreichbar sein. Feuerwehr, natürlich ganz wichtig. Wir kennen ja unsere ganz weit draußen, ne? Ich würde sagen, eine kann dann hier... so, schön direkt an den Verteilerkreis. Wunderbar. Die sind natürlich im Moment noch nicht mit Strom versorgt. Aber auch dafür kann man ja sorgen. So, und ich würde sagen, ein großes Krankenhaus für die ganze Region. Das bappe ich jetzt einfach mal hier hin.
Und dann hier unten, wo sowieso schon die Industrie ist, da können dann auch noch Krematorien und hier Müllverbrennungsanlagen und sowas können dann hier noch hin. Das war auf jeden Fall auch mit den Dienstleistungen irgendwo zu Potte kommen. Halte ich schon für sinnvoll. So, gut. Es sieht im Moment alles noch nicht so rosig aus, wie man sich das wünschen könnte. Aber ich bleib dabei, wartet's mal ab, das wird alles noch ganz gut. Dann hoffe ich mal, dass sich hier der Strom übertragen wird. Und dass sich hier der Strom übertragen wird. Und dass sich hier der Strom übertragen wird. Naja, und hier. Gut, Wohngebietbedarf haben wir im Moment nicht so viel. Interessanterweise, hier werden überall Arbeiter gebraucht. Gut, andererseits stecken die vielleicht im Stau von der Einreise noch, oder was? Der Zureiseverkehr? Nö, eigentlich. Eigentlich fließt hier alles ganz gut, ne? Hier auch. Hier hinten auch. Nö, doch, also müsste ja eigentlich alles ganz ordentlich sein soweit. Tja, dann weiß ich nicht, warum es hier so viel an Arbeitern fehlt. Der nächste Schritt wird dann sein, dass es an gebildeten Arbeitern fehlt, da können wir auch schon mal so ein bisschen vorsorgen. Ja, ich habe keinen Platz für eine Oberschule. Hier, in dem Park. Und eine Uni kommt hier auch mit an den Park. Das ist der Unipark. So. Wir hängen zwar schon wieder ziemlich im Minus. Aber wenn hier erstmal die Leute einziehen, dann denke ich mal, wird das alles noch funktionieren. Das wird schon werden, Leute. Das wird schon werden. Hoffentlich bin ich da nicht zu zuversichtlich. Aber es wird sich dann zeigen. Und zwar ab der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und wie ich bereits gesagt habe, ich möchte das Projekt Cities gerne ein bisschen zurückfahren. Das wird also auf die sonstigen Slots gehen. Bringt euch im Moment noch nicht viel die Information, weil ich euch ja meinen Upload-Plan bisher noch vorenthalte, der ist noch gar nicht öffentlich. Aber trotzdem, mir persönlich ist es wichtig, ich arbeite daran, deswegen erwähne ich das auch im Moment. Und ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, die Folgen können ab jetzt etwas länger werden, werden aber definitiv etwas weniger. Gut, mit dem Fazit entlasse ich euch jetzt auch aus der Folge, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und ansonsten sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Kerge.